Willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Jo, meine lieben Freunde. Ja, wir wollten eigentlich ein neues Spiel entwickeln, aber letztendlich habe ich dann gemerkt, die Zeit ist vorüber. Und jo, darum ist ja schon alles eingestellt. Wir wollten ein Extremsportspiel entwickeln. Super Mario Sports Mix. Oder nennen wir es erstmal nur Mario Sports Mix. Das ist vollkommen auf Eck. Für ein Super DS ist neu auf den Markt gekommen. Eigentlich müsste man einen Publisher-Vertrag machen, aber ja, da hatte keiner so wirklich Lust, ein Simulationsspiel zu machen oder mit Extremsport und was. Daher musste ich das selbst mal in die Hand nehmen. Auf jeden Fall 3D-Grafik, ist klar. Und ja, dann fangen wir mal an, das zu entwickeln. Oh geil, der erste Bug. Gut. Dann Gameplay ist natürlich sehr, sehr wichtig, ist ja klar. Und ein bisschen Engine. Und ja, das ist eigentlich schon so richtig eingestellt, dass ich mich da größtenteils um Gameplay halt kümmere. Speicher Spielstand und Spieltutorial sehr, sehr wichtig. Komm, das soll ein Erfolg werden. So, fangen wir mal ein bisschen mit Marketing schon mal an. Da will ich auch ein bisschen Werbung für machen. Da gibt es schon so einen kleinen Hype. Die Medien sind begeistert von den letzten Neuigkeiten der diesjährigen Entertainment-Messe. Messe. Überraschend hat Wonny, ein bekannter Hersteller von Elektrogeräten, den Prototyp einer Konsole namens PlaySystem vorgestellt. Offenbar hat sich Wonny mit Inventor, dem Hersteller der beliebten und erfolgreichen DS- und Super DS-Konsolen, zusammengetan, eine Konsole herzustellen, die im Grunde eine Super DS mit CD-ROM-Laufwerk ist. Dies wäre die weltweit erste Konsole mit CD-ROM-Laufwerk. Journalisten auf der ganzen Welt sind überrascht, dass nur einen Tag nachdem Wonny und Inventor die PlaySystem auf der Entertainment-Messe vorgestellt haben, der Deal bereits geplatzt ist. Inventor gab heute bekannt, das Projekt mit Wonny abzubrechen und stattdessen eine neue Konsole mit einem anderen Geschäftspartner zu entwickeln. Gerüchten zufolge war der Dispositionsvertrag der beiden Parteien nachteilig für Inventor, da sie zu viel Kontrolle an Wonny hätte abgeben müssen. Dies scheint das Ende der PlaySystem zu sein. Jo, das ist auch eine Geschichte aus damals. Soweit ich das weiß, wollte sich wirklich Sony und Nintendo ruhig mal zusammentun. Und ja. Ja, daraus wurde halt nichts. So, da ist jetzt die Frage. Künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Könnte das auch so ein bisschen so machen, der will sagen. Aber nee. Ich übernehme mal ein bisschen mit Dialoge, weil dann kann sich Eric Tyler mehr auf die künstliche Intelligenz konzentrieren. Dann werde ich ihn da auch mal komplett auf so ein Kerngebiet mal einsetzen. Und ja, passt auf jeden Fall. Let's go. Nochmal ein bisschen Marketing. Endzeitschriften bitte mal machen. Dass wir nochmal ein bisschen mehr Hype kriegen. Und zu allerletzt, am Anfang der nächsten Entwicklungsphase kommt auf jeden Fall nochmal eine größere Kampagne dazu. DS wird in 2 Monaten vom Markt genommen. So, jetzt Grafik sehr, sehr wichtig. Spieldesign gar nicht wichtig. Daher, ja, ist das so schon eigentlich super eingestellt. So, gleich Marketing. So eine kleine Kampagne. Nee. Dafür haben wir noch nicht die Reichweite und auch noch nicht das Geld. Nur dass hier schon mal ein bisschen Hype vorhanden ist. Wir haben gleich 30 Hype erreicht. Und guck mal, wir haben da ordentlich jetzt an Design- und Technologiepunkten. Das könnte ein Erfolg werden. So, Hacking wurde so vom Markt genommen. Sehe ich gerade da unten links. So, ein paar Levelaufstiege, neuer Rekord in Design. Und ich, nee, Eric hat einen Levelaufstieg. Ist jetzt auf Level 3, sehr nice eigentlich. Aufgrund der Gehalterhöhung, der Forschung verbesserte KI, Hacking wurde von Markt genommen, war nicht so toll. Aber ich bin jetzt sehr gespannt auf Mario Sports Mix. So, da warte ich mal kurz die Spielwertungen ein. Was? Was? Ich hab da jetzt mit 8, 9, 10 gerechnet. Warum? Ja gut, die 4 am Anfang, das war wohl nicht so. Aber trotzdem.
Was war da los? Sofort Spielebericht erstellen. So, du forschst mal hier. Hey, vieles erforschen. Ich möchte 2D-Grafik eigentlich haben. Wir sind hier Mad Science, lol. Auftragsarbeit. Bibliotheks. Ja, machen wir mal nebenbei eine Auftragsarbeit. Bei Technologie sind wir sowieso sehr, sehr gut. Hier, es wird nicht länger unterstützt. Wir haben 2 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und 300 noch was. 100.000 noch was. Eingenommen. Ja, Auftragsarbeit erfolgreich übernommen. Das ist sehr, sehr schön. Haben wir auch nochmal Forschungspunkte, glaube ich, bekommen. Haben wir noch mal was Gutes? Hier, Computer installieren. Mirkonosoft. Nein, Mirkonoft Boss. Lol. Das übernehme ich da so ein bisschen mit. So, Spiel für mich auf jeden Fall. So, Extremsport und Simulation, eine großartige Kombination. Ja, Plattform. Oh, wir hatten halt Extremsport alle schlecht. Wahrscheinlich lag es daran. Schade eigentlich. So, nochmal Auftragsarbeit erledigt. Und jo, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Forschungspunkte jetzt. Aber es reicht immer noch nicht für 2D-Grafik-Version 2. Ja, wir schauen mal, ob wir Publisher-Vertrag und was machen können. Ich habe da halt auch so viel Geld jetzt wieder reingesteckt. Na, Dungeon Abenteuer können wir nicht machen, weil Dungeon nicht erforscht ist. Katastrophen. Erforschen wir mal kurz nochmal Katastrophen. Da. Du musst in den Urlaub. Jut, kommst in den Urlaub mal kurz. Das sollte man auch gleich mal einsetzen, weil dann sind sie nicht lange im Urlaub. Vielleicht müsste sie halt auch wieder da sein. Ja, der Typ sitzt da jetzt nur herum. Tut mir leid. So, und dann Publisher-Vertrag. Hallo, jetzt ist das weg. Na toll. Irgendein Thema, Strategie. Ein super TES. Mindestbewertung 6, das sollten wir hinkriegen. Vertrag annehmen. So. Auf dein Thema für ein Super TS Strategie. Was kann man bei Strategie denn nehmen? Katastrophen mit Strategie? Ich weiß nicht. Ich glaube ja weniger. So ein Mittelalter-Strategiespiel. Wir haben halt jetzt ein paar neue Forschungen gemacht. Mittelalter-Strategie, ich probiere es mal aus. So ein, ja, vielleicht ein Kartenspiel. Das ist ja auch ein bisschen mit Strategie verbunden. Und das im Mittelalter-Design. Sowas halt, wenn ihr mich versteht. So, auf jeden Fall dann Mittelalter-Strategie. Magic Cards. Keine Ahnung. Da gibt es dann nochmal ein extra Thema halt. Später Kartenspiel oder so. Verbrechen haben wir ja jetzt auch. Verbrechenstrategie. Haben wir mal Versprechen. Verbrechenstrategie. Raus. Da. Raus aus dem Gefängnis sozusagen. What? Nee, der Ausbruch. Oder nein, der Einbruch sogar. So. Engine, wo nur 2 auf jeden Fall. Weiter geht es. Wollen wir 2D-Grafik-Version 2 nehmen oder 3D-Grafik? Ich nehme mal 2D-Grafik. So, setzt euch mal hier schön ran. Erik müsste auch bald wahrscheinlich in den Urlaub rein. Wie viel hatten an Technologiepunkten Erik inzwischen? 200 noch was. Auf jeden Fall schon viel besser inzwischen. So. Strategie. Engine ist auf jeden Fall.
auch ein bisschen mit wichtig. Aber jetzt ist die Frage, Story Quest oder Gameplay? Ich weiß es nicht. Ich denke mal eher Gameplay und Story Quest eher weniger. Wichtig. Naja, ich denke mal, es passt sogar so. Ja, machen wir. Und solange Erik noch keinen Urlaub braucht, wird er sowieso jetzt hier eingesetzt. Elisabeth war frisch im Urlaub. Ich habe dieses Mal große Erwartungen, aber immer wenn ich große Erwartungen habe, werde ich natürlich sozusagen. Daher, naja, mal sehen, mal sehen. So, Level Design wäre vielleicht nicht schlecht. Künstliche Intelligenz ein bisschen runter. Ja, dann muss er das damit übernehmen. Oder macht er das und ich das andere? So passt es. Au, nicht ganz. Aber schon besser halt. Da machen wir mal. Machen wir erstmal das. Nein, das war falsch. So war das. Machen wir erstmal so. Dann kann sich Erik ein bisschen ums Level-Design kümmern. Und ja, weiter geht das. Bestimmt ist dann wieder irgendwas, was ja nicht so toll, dann über irgendwas reinhaut, was die Bewertung dann runter macht. So, ja, 55.000 Einheiten nur verkauft. War ja nicht so toll. Leider. Aber naja. So, jetzt ist hier die Frage. Grafik ist eher nicht so wichtig. Es war nicht komplett erforscht, ob das auch bei der Kombination Verbrechen Strategie ist, aber. Das Spielweltdesign und Sound dann doch schon ein bisschen wichtig. Ich glaube eher Spielweltdesign auch noch ordentlich. Machen wir es mal so. Wir machen es mal so. Das wird ein kompletter Reinfall. Oh naja, scheint so, als hätte das Spiel Mario Sports Mix Extreme bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns einen Patch für das Spiel. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln, oder ihr bitten ignorieren. Wenn du einen Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an und benutze das Aktionsmenü. Ja, wir dürfen da nicht zu lange warten, werden wir auch nicht. Aber erstmal müssen wir uns auf dieses Spiel hier konzentrieren. Nein, wieder ein Bug! Mann! Ja, müssen wir später auch nochmal einen Patch nach. Ja, fliegen. So, Spiel entwickeln. Mehr Spielermodus, geil. Gibt es eigentlich einige geile Sachen? So, Patch entwickeln und in den Urlaub schicken. Schon mal eine 6. Komm, das muss besser werden. 6, noch was. 6,25, 6,7. Komm, jetzt hier nochmal ein 7, dass wir mindestens. Ah, 5, wie viel müssten wir mindestens haben? 6? Weiß es jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Das könnte knapp werden. Ich bin mit den Spielen momentan nicht zufrieden. Wir haben Minus gemacht insgesamt. Ja, war klar. So, wir haben den Patch rausgebracht. Das müssen wir später für unser neuestes Spiel auch machen, für den Einbruch. So, Verbrechen und Strategie ist eine schlechte Kombination. Scheiße. Gameplay scheint sehr wichtig zu sein. Künstliche Intelligenz scheint sehr wichtig zu sein. Genre zur Partie Strategie ist auch schlecht. Schade. Ah, Mann. Ich bin froh, wenn wir nicht mehr auf Publisher angewiesen sind, weil dann können wir auf jeden Fall mehr mitmachen. Oh, wir wollen auf jeden Fall die 2D-Grafik erforschen. Endlich. So, dann den Mehrspieler-Modus will ich auf jeden Fall haben. Und dann können wir entweder nochmal ein neues Thema. Gefängnis wäre auf jeden Fall nochmal was. Aber wir haben noch genau 15 entwickelt. Machen wir den Tag- und Nacht-Zyklus noch mit rein. Für unsere neue Engine, die wir dann auch bald
erstellen. So. Das nächste Spiel muss man endlich mal einen Erfolg machen. Wir machen momentan nur Minus. Leider. So. Forschung 0. Publisher-Vertrag. Ich will halt auch für einen Super TS noch weiterentwickeln. Wieder irgendwas mit Strategie. Wenn ich jetzt nochmal neu draufklicke, immer noch dasselbe, richtig? Dann machen wir mal eine Auftragsarbeit. Gibt's eigentlich sehr, sehr viel. So, bezahle so. Komm, das kriegen wir doch. Obwohl. Hier ist immer sehr, sehr viel mit Design. Komm, komm hin. Na doch, komm hier locker hin. Sehr geehrte Time GmbH, wir haben Ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen an der größten Spielemesse der Welt, der Games Games Games, auch G-Toy genannt. Lol. Teilzunehmen. Das ist die E3, nur hier G3. Mit Ihrem eigenen Stand auf der G3 können Sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch Ihre Spiele in den Mittelpunkt drücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Wir werden jährlich mit Standoptionen kontaktieren. Wir werden uns freuen, wenn Sie auf der G3 begrüßen zu dürfen. Ihr G3-Komitee. Ja, doch, das wird auf jeden Fall sehr wichtig zu sein. Da ist auch wichtig, dass wir da zu dieser Zeit auch ein Spiel entwickeln, wo wir dann sowieso noch Werbung machen können. So, daher, praktischer Vertrag, gibt es da jetzt noch was anderes? Hacking-Strategie. Irgendein Thema mit Action. Ah, immer noch nicht so, was ich will. Komm, noch eine schnelle Auftragsarbeit. Das ist schnell gemacht. Ah, danach müssen wir wirklich ein Spiel entwickeln. So, was haben wir denn jetzt hier? Mad Science Strategie. Wieder Strategie. Mann! Komm, eins geht noch. Nein, 9 Wochen. Hier innerhalb von 5 Wochen sind. Oder sagen wir mal. Ja, machen wir den Spieltest mal. Oder vom Markt genommen. Ja. Wow. Mal letztendlich okay, nur dass es nicht die Erfahrungen erfüllt hat, leider. So, Auftragsarbeiten. Ich weiß halt auch nicht, wann diese G3 ist. Daher weiß ich nicht, wie viel Zeit ich noch habe, um was zu finden für uns. Ist immer noch dasselbe. Dann machen wir noch schnell die Auftragsarbeit von 3 Wochen. Und dann sind wir da durch. Das jetzt hier schafft. Komm, jetzt muss hier doch. Ey, Leute, ich werde mein eigenes jetzt hier. Mann, zwar könnte ich das hier nehmen, aber ich. Ah, nee. Neues Spiel entwickeln, ganz einfach. So, Thema. Was nehmen wir denn hier für ein Thema? Irgendein Sport. Warte, bei Sport, da kommt doch auch Mario Kart. Ist das ja. Das ist ja eigentlich auch ein Sportspiel. Da nehmen wir jetzt schön Sport. Mittleres Spiel natürlich für alle Genre. Simulation. Plattform natürlich der Super TS. Spielengine Wurmloch 2. Und das wird Super Mario Kart. Da war es ja auch auf dem Super Nintendo. Super, also auf dem SNES war es ja, glaube ich, auch so, dass da war, glaube ich, Super Mario Kart, ganz einfach. Das erste Spiel, so wie sehen. Und darum machen wir es da auch. Alle natürlich
3D-Grafik, Entwicklung starten. Und da werde ich gleich mit Marketing anfangen. Obwohl, nee, noch nicht. Wir sind ja noch nicht mal in der ersten Entwicklungsphase. So, da wissen wir auf jeden Fall, Gameplay ist sehr, sehr wichtig. Daher, ja, lassen wir das mal so hier ruhig. Und ja, da kümmere ich mich um das, um die Hauptsache sozusagen, um das Gameplay. Let's go sozusagen. Das Marketing schon mal betreiben in den Zeitschriften. So, und jetzt sind diese Game Convention. So, die große Spielmesse wird in 4 Wochen stattfinden. Wirst du daran teilnehmen? Natürlich. Und wir können auswählen zwischen großer Messestand 1,5 Millionen. Mittlerer Messestand 5.500, kleiner Messestand. Und eigentlich würde ich einen kleinen Messestand nehmen, nur da ich weiß, dass Super Mario Kart auf jeden Fall ein Erfolg wird, nehme ich jetzt mal einen mittleren Messestand. 500.000, aber ich werde es nehmen. Schon mal einen kleinen Vorhype machen in den Zeitschriften halt. So. Und dann künstliche Intelligenz auf jeden Fall nach oben. Und natürlich kann ich das jetzt hier nicht alles so übernehmen. Daher machen wir es mal so. Ich mache das Level-Design. Und Eric Tyler die künstliche Intelligenz. Weiter geht das. Hallo, ich bin André McNair von Game Informant. Ich habe gehört, dass Time GmbH gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview geben? Natürlich. Wir machen jegliche Werbung, die wir machen können. Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Super Mario Kart? Glauben Sie, dass das Spiel gut ankommen wird? Natürlich. Danke für Ihre Zeit. Dementsprechend nochmal ein Hype dazu gewonnen. Alter, das wird auf jeden Fall sehr gutes Spiel. So, die Spielemesse G3 ist schon mal da. Wie viele Leute waren bei mir am Stand? Oh? Oh, wird immer mehr. Ja, der Einbruch wird da auch nochmal gezeigt. Mein letztes Spiel. Aber besonders auch Super Mario Kart. Und 75.000, fast 76.000 Leute waren da. Alter, das ist sehr, 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 sehr viel. Dementsprechend werden wir auch einen ordentlichen Hype kriegen. Ja, da kann ich jetzt nicht drauf. Ach, guck mal, wir haben jetzt schon einen Hype von 107. So, Grafik sehr, sehr wichtig. Spiel. Weltdesign eher weniger wichtig. Sound. So, erstmal Spielmesse. Dieses Jahr haben 75.998 Leute unseren Messestand besucht. Dieses Jahr haben wir es nicht unter die Top 100 der meistbesuchten Messestände geschafft. Sobald wir mehr Fans haben, werden wir es sicherlich schaffen. Da bin ich mir sicher. Ja, werden wir auf jeden Fall an. Das war unsere erste Messe. Von daher, es war schon mehr viel für unsere erste Messe. Dementsprechend Geld haben wir halt auch reingesteckt. So, wir wollen nochmal ein bisschen Marketing betreiben. In den Zeitschriften und Demos. Ihr merkt, da stecke ich richtig viel Geld ins Marketing rein. Und der Hype wird immer größer. Heute hat Vonny seine eigene Konsole namens PlaySystem angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen seinen Prototypen PlaySystem komplett überarbeitet, nachdem Nintendo das Projekt abgebrochen hat. Die neue PlaySystem ist mit einem CD-ROM-Laufwerk und einem 32-Bit-Prozessor ausgestattet und ist alleiniges Eigentum von Vonny. Experten der Branche sind der Meinung, dass dies der Beginn einer neuen Generation von Spielkonsolen sein könnte. Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab. Die PlaySystem kommt in 2 Monaten auf den Markt. So, hier ist auch wichtig, dass wir jetzt keinen Bug drin haben. Neue Forschung, Fortsetzung, endlich! Wir können Fortsetzungen zu Spielen machen, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. So, fertigstellen, bevor ein Bug reinkommt, darauf habe ich nämlich keinen Bock. Oh, in beiden Bereichen, neuen Rekord auf jeden Fall. Sehr gut. 3D-Grafik-Version 1 hat noch ein Level-Aufstieg bekommen und das Spiel werden wir auf jeden Fall jetzt veröffentlichen mit einem Hype von 180. 3D-Grafik-Version 2 haben wir jetzt auch. Also, jetzt müssen wir auch erforschen. 2D-Grafik-Version 2 will ich auf jeden Fall haben für die neue Engine. Und Fortsetzung will ich haben. Das sind 2 Meilensteine, die ich jetzt erreichen möchte. Die Spielbewertungen kommen rein. Das ist das Letzte, was wir in diesem Part noch machen werden.
Der Rest kommt dann im nächsten Part dann auf jeden Fall dran. Komm, das wären super Bewertungen. Schon mal eine 9, sehr schön. Eine 8, gut. Komm, eine 10 muss auch noch mit drin sein. Nochmal eine 8. Ja, nochmal eine 10, sehr schön. Das heißt, das ist eine 8,75, glaube ich. Was ist eigentlich? 8,5? Nee, 8,75. So. Dann mal einen Spielbericht erstellen für Super Mario Kart. Das werden wir im nächsten Part dann alles machen. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Schaltet wieder ein und tschüss.